Ja, wir sind hier in der Heimatbibliothek in Vechta, in der am Bürgermeister-König-Platz Nummer 3, hier im alten Rathaus. 20 Jahre waren wir hier zu Gast bei der Stadt Vechta. Und jetzt ist es so, dass die Stadt Vechta diese Gebäude wieder selber für sich nutzen möchte. Und deshalb sind wir im Zeit dabei, umzuziehen. Zuerst ziehen wir mal mit unseren 30.000 Bänden in die Liebfrauenschule, um dann im Spätherbst, Anfang nächsten Jahres, dann in unser neues Domizil umzuziehen, und zwar am Karmeliterweg in Vechta gegenüber der Bibliothek des Offizialates. Ja, diese Sache mit dem Umzug einer Bibliothek mache ich auch zum ersten Mal in meinem Leben, aber ich kann nur ehrlich sagen, ich habe schon mittlerweile viel gelernt, kenne mich in der guten Bücherei mittlerweile schon sehr gut aus. Und es ist schon eine sehr intensive Arbeit, auch eine kraftvolle Arbeit, zumal wir neben unseren vielen Büchern auch noch das Komplettarchiv der Oldenburgischen Volkszeitung hier haben, von 1834 bis heute. Und da muss ich sagen, das sind schon gewichtige Blätter im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es macht uns Freude mit dem Umzug, und ich denke, dass wir in 14 Tagen, 3 Wochen soweit so hier fertig sind, sodass wir dann in der Liebfrauenschule sind, um dort die neue Bibliothek dort wieder zu eröffnen, um anschließend dann zum Karmeliterweg umzuziehen.